Liebe Zuschauer, es gibt gute Nachrichten von der Ostfront, denn wie aus gut informierten Kreisen verlautete, stehen sämtliche Russland-Sanktionen kurz vor ihrer Aufhebung, weil doch Moskau jetzt Hand in Hand mit den USA und ihren Vasallen, im Verbündeten meine ich, zusammenarbeitet. Ja, denn per selbstlosen Akt energiepolitischer Selbstkastration, da verwandelte der noch Schurkenstaat seine brandneue, für 17 Milliarden Euro gebaute Gasexportschlagader in einen Ostsee-Whirlpool mit 4 gigantischen Massagedüsen. Natürlich hätten wir den Gashahn auch lediglich abdrehen können, erklärte ein Gazprom-Sprecher. Aber nur per freiwilliger Selbstzerstörung gelingt uns endlich der nachhaltige Ausstieg aus dem milliardenschweren Europageschäft. Der Kreml hingegen dementierte Gerüchte, die Spezialoperation Leeres Rohr, das muss plubbern, habe ein Senioragent mit dem Decknamen Dresden allein ausgeführt, mit entblößtem Oberkörper auf einem Sägehai reitend. In einem Meer, wo so viele westliche Kriegsschiffe kreuzen, dass die Fische zu Fuß gehen müssen und nicht einmal eine russische Kaulquappe unbemerkt durch die feindliche Sonarüberwachung schlüpft, war der explosive Nord Stream Rückbau eine echte Herausforderung. Noch dazu gleichzeitig an 4 Stellen direkt vor der Küste eines NATO-Mitglieds. Beschreibt das russische Verteidigungsministerium die Herausforderung, welche nur in konstruktiver Zusammenarbeit mit den US-Friedensstiftern zu bewältigen war. Jahrzehntelang schauten wir tatenlos zu, wie der Iwan Gas in unsere besetzten Gebiete verkaufte, obwohl er uns doch Anfang der 1990er Jahre mit der ganzen Besatzungsarbeit allein ließ. Dafür stand uns völkerunrechtlich die alleinige Ausbeutung der Kolonie Deutsch-Absurdistan zu. Da kann einem schon mal die Zündschnur vom Atomkoffer hochgehen, schimpft Mr. Peacemaker vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Ja, Nord Stream ist ja nicht zerstört, sondern hat einfach nur aufgehört, dicht zu sein, Habeck F. Fracking vom US-Energieministerium und ergänzt, die sichere Versorgung der deutschen Industrie mit Discountgas war ein wirtschaftskriegerischer, Finanzheuschrecken gefährdender Angriff auf die Vereinigten Staaten. Wie sollen wir denn auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben, wenn die Krauts neben guter Qualität auch günstige Preise bieten? Hä? Verschwörungstheoretiker verdächtigen den US-Oberbefehlshaber, seine Politik verfolge ausschließlich das Ziel der Burisma Holding, das ist der größte ukrainische Gasproduzent, einigen lästigen Mitbewerber vom Hals zu schaffen. Naja, zugegeben, Hunter Biden, ein wegen Kokainkonsums aus der Navy entlassener Crack-Junkie, der eine Stripperin schwängerte, saß für nur 600.000 US-Dollar jährliche Aufwandsentschädigung ab 2014 im Burisma-Verwaltungsrat, gemeinsam mit einem Ex-CIA-Direktor. Doch dem Präsidenten deshalb Vettern, also Söhnewirtschaft, zu unterstellen, ist doch völlig absurd. Als wenn Alzheimer Joe noch seinen eigenen Sohn erkennen würde. Und unbestätigten Gerüchten zufolge lassen die USA Zelensky bald fallen wie heißen Bosch. Ja, natürlich nicht, ohne ihm politisches Asyl in Medellin inklusive lebenslanger Schneesofortrente zu gewähren, wo er sich dann gemeinsam mit Hunter Biden die Sache nochmal durch die Nase gehen lassen kann. Denn einerseits gilt ja das primäre US-Kriegsziel erreicht. Ein alleiniges Monopol über die europäische Energieversorgung, welches mit Lieferung vom umweltfreundlichen Fracking-Gas die dauerhafte Transformation von insbesondere deutschen Volksvermögen über die Atlantikbrücke gewährleistet. Schließlich akzeptieren die Germanen aus Solidarität mit notleidenden US-Oligarchen im Philanthropen jetzt klaglos eine 500%ige Gaspreiserhöhung. Was möglicherweise auch zurückzuführen ist auf 20 Militärbasen mit 35.000 bis an die Zähne bewaffneten GIs. Stationiert in ein Land, welches dessen Einwohner für souverän halten. Ja, also früher nannte man sowas Schutzgelderpressung. Andererseits scheitert ja die weitere militärische Unterstützung für das Team Blau-Gelb aus einem trivialen Grund, über den ein
Topmanager des Branchenverbandes Kohle mit Kanonen nur hinter vorgehaltener Hand spricht. Wir würden ja gern in der Ukraine weiterkämpfen, notfalls auch bis zum letzten Ukrainer. Aber der monatelange Altwaffenschlussverkauf, der hat unsere Lager völlig geleert. Ja, die US-Rüstungsindustrie, welche mit gut 3 Millionen Arbeitskräften über 800 Milliarden Jahresumsatz erzielt, die ist doch auf Jahre damit ausgelastet, die Depots der amerikanischen Weltfriedenstruppen mit neuen, effektiveren Tötungswerkzeugen aufzufüllen. Und dafür explodierten die Aktienkurse unserer Mitglieder, wie zum Beispiel Lockheed Martin, binnen Jahresfrist um gut ein Drittel. Danke Putin! Also, man kann jetzt über Onkel Sam sagen, was man will. Aber er hält eben sein Wort. Beispielsweise Demenz Joe Biden, der im Februar 2022 versprach, wir werden Nord Stream ein Ende setzen. In diesem Sinne, bleiben Sie kritisch, Ihr Elmar Gerke.